Friedensnoten. Im Frühling 2022 erschien die Single Free Spirit des Rappers Kollega. Es war die Zeit, als die eine Panik, die sogenannte Pandemie, verklang und die neue, angestachelte Kriegsbesoffenheit immer höhere Pegel erreichte. Es lagen 2 Jahre hinter uns, in denen der freie Geist der Menschen in hohem Maß malträtiert wurde, Regeln aufgestellt waren, die niemals hinterfragt werden sollten, die Umdeutung des Begriffs Querdenker ihn zum Schimpfwort werden ließ und die Bürger zu infantilen, unmündigen Befehlsempfängern degradiert wurden. Rapper Kollega schrieb seinen Song zur Reaktivierung des Verantwortungsbewusstseins und das Wiederentdecken der eigenen Wirk- und Schöpferkraft. Autor Nicolas Riedel hat sich den Song für einen weiteren Beitrag der Reihe Friedensnoten gewählt. Sprecherin Sabrina Khalil. Als wir Kinder waren, war alles heile Welt wie ein Strand am Meer. Heute wachsen schwarze Augenränder wie ein Panda-Bär. Manchmal wünsche ich mir, dass alles anders wäre. Doch Gott schuf diese Welt nur temporär und der Judgment Day rückt langsam näher. Die Kunst ist es, hier unten nicht im Elend zu krepieren. Es rauszuschaffen, ohne seine Seele zu verlieren. Zwischen Traumata und Trauer nicht den Lebensmut verlieren. Immer Flucht nach vorne, als wäre da ein Dämon hinter mir. Die transhumanistischen und posthumanistischen Ideologien sprechen dem Menschen seine Beseeltheit ab. Alle tieferen Sphären des Menschseins, seine Intuition, Schöpferkraft, seine Willensfreiheit seien lediglich Endprodukte eines neurochemischen Prozesses. So etwas wie eine Seele soll es nicht geben. Damit wird der Mensch von einem, wenn man so möchte, göttlichen Wesen zu einem zufällig zusammengewürfelten Biozellhaufen degradiert, den man beliebig rumschubsen, modifizieren und kontrollieren darf. Im ersten Part rappt Kollega gegen diese Ideologie an. Zitat: Eine Welt ohne Glaube wird verkommen, denn wie stabil kann menschliche Moral sein, wenn es keine Konsequenzen gibt? Sind wir wirklich nur ein Staubkorn im All? Ein Zufallsprodukt aus Sternenstaub eines lautlosen Knalls? Wie passt Big Bang-Theorie zu dem Forschungsergebnis, dass aus Chaos nie von selbst Ordnung entsteht? Ist uns auch letztlich klar, wie viel subtilem Brainwash wir schon ausgesetzt waren, seit wir auf die Welt kamen? Sollten wir uns nicht befreien von dem Schleier dieser Blindheit? Ohne Glaube wird verkommen, denn wie stabil kann menschliche Moral sein, wenn es keine Konsequenzen gibt? Sind wir wirklich nur ein Staubkorn im All? Ein Zufallsprodukt aus Sternenstaub eines lautlosen Knalls? Wie passt Big Bang Theorie zu dem Forschungsergebnis, dass aus Chaos nie von Selbstordnung entsteht? Ist uns auch letztlich klar, wie viel subtilem Brainwash wir schon ausgesetzt waren, seit wir auf die Welt kamen. Sollten wir uns nicht befreien von dem Schleier dieser Blindheit und alles neu entdecken? Freier Geist wie in der Kindheit, diese Erde voller Wunder und kein Detail ist sinnfrei. Wenn Gott nicht sichtbar ist, sind diese Zeichen denn kein Hinweis. Manchmal ist die Welt strahlend schön, manchmal zwielichtig. Lass das Licht scheinen, Free Spirit. Kollega schreibt dem Menschen wieder einen freien Willen zu, der Fluch und Segen zugleich ist, da in ihm gleichermaßen das Potenzial für Gutes als auch Böses angelegt sei. Indem den Menschen dieser Wille abgeschrieben wird, werden sie der Fähigkeit beraubt, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. Am Ende steht das Menschenbild eines unmündigen Wesens, welches durch die Befehle einer variablen Autorität, einer Expertenschaft, militärischer Befehlshaber oder gar durch eine künstliche Intelligenz herumkommandiert werden muss. Darauf aufbauend widmet sich Kollega im zweiten Part dem kriegerischen Treiben auf der Welt, der Kriegspropaganda und den Profiteuren des Krieges. Zitat: Macht hat, wer es versteht, die Massen zu leiten und Hass zum Keimen bringt, wenn Medien Kampagnen verbreiten. Doch wenn im Sommer wieder alle Mann am Ballermann feiern, bewirft irgendwo ein Junge gerade einen Panzer mit Steinen. Als die Soldaten kommen, um sein Land anzugreifen, sein Haus ist zerbombt und seine Mama am Weinen. In ein paar Jahren wird ein Racheplan keimen. Und er wird schließlich selbst zum Killer in Guerillataktik-Kampftruppeinheiten. Wer ist schuld? Wo ist der Anfang des Kreises? Wer begann, Grenzen in Landschaften zu schreiben, um zu spalten und zu teilen? Bomben fallen, der Schall tönt von Weitem und im Hinterzimmer der Strippenzieher klirrt grad ihr Champagnerglas leise. Kein Hoffnungsschimmer mehr da. Doch muss es wirklich so bleiben?
Nur weil es angeblich schon immer so war. Deshalb ist das Motto Free Spirit. Wie wenn ich die Welt nach meinem körperlichen Tod verlass. Macht hat es, wer es versteht, die Massen zu leiten. Und Hass zum Keimen bringt, wenn Medien Kampagnen verbreiten. Doch wenn im Sommer wieder alle Mann am Ballermann feiern, bewirft irgendwo ein Junge grad nen Panzer mit Steinen. Als die Soldaten kommen, um sein Land anzugreifen. Sein Haus ist zerbombt und seine Mama am Weinen. In paar Jahren wird ein Racheplan keimen. Und er wird schließlich selbst zum Killer in Guerilla-Taktik Kampftruppeinheiten. Wer ist schuld, wo ist der Anfang des Kreises? Wer begann Grenzen in Landschaften zu schreiben, um zu spalten und teilen? Bomben fallen, der Schall tönt von Weitem. Und im Hinterzimmer der Strippenzieher klirrt grad ihr Champagnerglas leise. Kein Hoffnungsschimmer mehr da, doch muss es wirklich so bleiben, nur weil es angeblich schon immer so war? Nein, ich wandle Negativität um in Kreativität. Zeit, dass Kollega wieder lebt. Kollega stellt im zweiten Part die ganz entscheidende Frage, wo das Blutvergießen der Menschheitsgeschichte seinen Anfang nahm. Diese Frage impliziert nämlich ein Zeitalter, in welchem die Menschheit in Frieden lebte. Die Frage wird nicht beantwortet, sondern dem Hörer mitgegeben. Es ist die Frage, die uns alle umtreiben sollte. Wo, wann und aus welchem Grund dieser Bruch in der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, der dazu führte, dass Konflikte fortan kriegerisch ausgetragen wurden? War es das Aufkommen des Patriarchats? War es ein Traumaerlebnis globalen Ausmaßes in Gestalt einer Umweltkatastrophe? Oder liegt die Ursache ganz woanders? Diese Frage sollte uns umtreiben, denn in der Antwort liegt der potenzielle Schlüssel für eine Zukunft der Menschheit frei von Kriegen. Dass sich Menschen immer schon gegenseitig in Kriegen niederstreckten, bezweifelt Kollega zum Ende des zweiten Parts. Analog dazu sehen wir im Musikvideo zwei Soldaten, die sich in einem von Granatnebel verräucherten Wald einen heftigen Schusswechsel liefern, doch am Ende die Waffen niederlegen, sich als Menschen gegenübertreten und mit einem Handschlag den besagten Kriegskreislauf durchbrechen. Vertrau nur auf dein Verstand, keine Autorität. Free Spirit. Und die Nacht verblasst, wenn die Sonne aufgeht. Never back down. Free Spirit. Vertrau nur auf dein Verstand, keine Autorität. Free Spirit. Zwischen Spotlight und Blaulichtsirenen.